Hey yo Leute, ich bin's wieder, euer ShebaoHDTV. Heute zeige ich euch den neuen Shop. Also heute mache ich meinen Daily Shop 1. Hab's bei einem coolen Typen gesehen, wie ihr schon sehen könnt. Ist wieder die umgekehrte Klinge drinne. Ich weiß nicht. Aber ich find's jetzt nicht so geil. Also kann man sich schon mal gönnen. Wenn jemand sowas Schnelles haben möchte, ja, kann er sich holen. 500 V-Bucks ist auch ein guter Preis. Ich weiß nicht, ist ja eure Entscheidung. Und ich finde es insgesamt ganz okay, ja. Dann kommen wir jetzt zum Schneefuß. Also jetzt so für 15 Euro finde ich den jetzt nicht so geil. Also es geht ganz klar 15 Euro. Ich mag den Skin halt nicht so sehr. Aber was ich halt wirklich geil finde, ist Schneestern, hier das Rückenaccessoire, will ich mir unbedingt holen, also an meiner Stelle, weil werde ich mir auch wahrscheinlich holen, weil dieses Rückenaccessoire passt zu allem, passt locker wieder mal zum allen, dann kommt wieder so geile Skin-Kombinationen mit dem raus und dann haben manche es nicht, dann ja, ist halt kacke, ne? Aber insgesamt der Skin finde ich jetzt nicht so cool. Der war ja auch schon vorgestern drinne, ja auch gestern, und ja insgesamt Rückenaccessoire. Gut, jetzt kommen wir hier zum Raven. Ich habe mir selber gegönnt, weil ich ihn einfach geil finde, Raven beste, und ihr müsst euch mal Raven geben. Raven ist einfach Chakuzel. Ja, Chakuzel. Auch das Rückenaccessoire finde ich geht. Ich mag das Rückenaccessoire jetzt nicht so ganz, aber geht ganz klar, ja. Dann hier der ganze Skin insgesamt. Finde ich sehr gut. Ist auch was für Leute, die so einen Skin haben wollen, der so richtig Bam macht. Also richtig so Bam, Junge, sieh dir den Skin an, so. Dem Niveau halt. Ja, also insgesamt finde ich den Skin sehr gut. So, jetzt kommen wir zur Verwüstung. Ich weiß nicht, aber ich finde den Skin jetzt nicht so geil, also diesen Skin hier. Also ist nicht so meins. Rückenaccessoire kann man mal nehmen. Finde ich schon ganz geil, wenn man hier das andere Rückenaccessoire von der anderen Season nicht hatte. Konnte man sich schon gönnen. Also, das da hier bekommen von mir so gut, okay, also so okay. Also jemand, der so Bam möchte, so guckt den Skin an, finde ich jetzt nicht so okay. Ist ja, hat ja eigentlich jeder seinen eigenen Geschmack, sage ich ja nur so. Jetzt kommen wir hier zu dunkle Federn, zum Kondensstreif, also zu den Kondensstreifen. Man kann sehen, es fliegen noch kleine Fledermäuse, glaube ich, daraus, oder? Keine Ahnung, was das ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ja, also insgesamt zum Raven Pack finde ich den ganz gut. Aber wenn man den jetzt so spielt, finde ich ihn nicht so geil. Also es bekommt von mir ein okay. Weil, ja, ihr wisst, ich spiele andere. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten noch. Rosa Flamingo. Ist auch ganz okay, wenn man mal so Flamingo-Fan ist oder so, kann man sich es gönnen. Ist aber jetzt nicht so meins, bekommen von mir okay. Blendend ist ein ganz cooler Skin, wenn man so einen Skin für kurze Zeit haben möchte. Ist er ganz okay, ist aber jetzt auch nicht so meins, ne? Ja, dieses Orange ist halt sehr auffällig und so, ich weiß nicht, aber ist so okay, ja. Ist das für Ninja? Weil Ninja Hyper, blumtsch. Okay, der war scheiße. Hauptsystem ist auch ein ganz guter Gleiter, aber ihr könnt halt auch die coolen Gleiter vom Battle Pass holen. Da finde ich den Battle Pass besser, weil 500 V-Bucks für einen
Gleiter könnte man auch gleich die 400 V-Bucks ansparen und dann sich den Battle Pass holen für bessere Gleiter, ja. Ist schon okay. Ja, ganz okay, meiner Meinung nach nicht so cool. Lama Kadabra, ganz okay. Ich weiß nicht, der Tanz geht halt verdammt lange, ne? Ja gut, das ist jetzt nicht so meins. Und jetzt kommen wir zu Schnorchel. Ops. Ist ein ganz cooler Skin, um so mal zu sagen, ja. Für kurze Zeit, wenn es erst später den Skin gibt, den ihr haben wollt und ihr jetzt noch keinen Ersatz habt oder so, dann könnt ihr ihn euch kaufen. Ist für mich ein gut, weil wegen dem Schnorchel und so ist Legende. Legende, ne? Legende. Gut, dann kommen wir jetzt zum Erderschütterer. Ist schon geil. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir hole. Ich glaube aber nicht so, wenn man so kurz einen Emote machen möchte, so. Alles klar. Wenn man so kurz einen Emote machen möchte, dann geht da ganz klar, ja. Gut, warte, was ich euch noch zeigen wollte, ist. Ah ja, warte, hier. Hier, die Picke geht auch ganz okay. Ist jetzt auch nicht so meins. Nein, hier, ihr könnt sehen. Da habe ich deutlich geilere Picken. Denn hier der gefliederte Flieger, kann ich euch nur empfehlen. Chakuzel. Ohne Mist, jetzt der Chakuzel. Und ich habe mir ja auch gegönnt. Und so für kurze Reisen ist das schon echt geil. Also das war der heutige Shop. Der ist schon ganz gut und ich würde ihn jetzt so auf gut einschätzen für alles, was da drin ist. Das war's mit dem Video, meine Freunde. Das war euer ShaboHDTV und ciao, Leute.